besser. Und wenn du mir ein bisschen, ja, ein bisschen gibst du mir, ja, ruhig ein bisschen weniger. Unser Lamberti-Turm, unser Wahrzeichen, unser Aurich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im alten Aurich. Smartphones, selbstfahrende Autos und einen twitternden US-Präsidenten gab's noch nicht. Stattdessen Zauberwürfel, Schulterpolster und Fokuhila-Frisuren. Im Fernsehen laufen Dallas und die Schwarzwaldklinik, im Radio Nena und Modern Talking. Nicole gewinnt den Grand Prix, Boris Becker mit 17 Wimbledon und Werder Bremen wird deutscher Fußballmeister. Der HSV übrigens auch. Ja, lang, lang ist's her. Herzlich willkommen in den 80ern. Herzlich willkommen zu einer Zeitreise in Bildern. Und hier ist Ihr Reiseleiter, der Mann, der die Geschichte seiner Heimatstadt lebendig hält. Stefan Dunkmann. Guten Abend. Das hat schon mal geklappt, Gott sei Dank. Große Panik gehabt. Ich verlasse mich bei sowas nicht gerne auf die neueste Technik. Also ich hätte auch gerne einen Super 8 eingelegt, aber sei es wie es sei, hat geklappt, wunderbar. Es ist nicht immer alles so selbstverständlich. Ich habe auch schon mal einen Vortrag gehabt mit Abstürzen. Das Publikum war begeistert, sie wollen alle wiederkommen, haben sich bedankt. Was will ich mehr? Es wird mir immer unheimlicher. 6:30, Tür geht auf, 150 Leute. 5:30, bin ich zu spät, ja. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Ein sehr interessant moderierter Vortrag, ganz kurzweilig. Ja, und wenn man 65 Jahre alt mittlerweile in Erinnerung schwelgt, dann geht die Zeit wirklich schnell vorüber. Und ich darf mit Fug und Recht behaupten, ich bin begeistert. Das, was heute so an Historie wieder hochgekommen ist, das ist ja eine Plattform, auf der man aufbauen kann und Aurich immer aus der vergangenen Perspektive betrachtend in die Moderne bringen kann, auch aus meiner verantwortungsvollen Position heraus. Das, was ich am interessantesten fand, war ja die Personensuche. Also da haben die ja alle mitgemerkt, das ist der und der und das ist der. Das hilft ja nachher auch später im Archiv bei der Personenzuordnung, weil man weiß ja auch nicht immer, wer ist. Ja, das stimmt. Also das bisschen Trickige ist, ich mache diese Personen immer gerne nach der Pause, weil diese ganze Personensuche lockert das Ganze auf und die Leute kommen ins Erzählen. Da kommen die Dönekes. Auch ich war mit der zusammen, auch kennst du den und ist immer unheimlich gut. Und natürlich viele von denen, die da heute erkannt worden sind, kannte ich auch wieder nicht, aber jetzt weiß ich, wer sie ist. Da kam ja ganz alte Liebesgeschichte noch hoch, ne? So richtige Dönekes. Ja, 80er. Wer war früher mit wem zusammen? 80er Jahre und das Schöne ist eben, hier kommen natürlich die Leute auch in der Altersstruktur her, die damals eben auch alle jung waren. Und die wissen natürlich noch, was in ihrer Jugend los ist, mit wem haben sie eben in der Ecke rumgeknutscht und bei Dinis getanzt und bei D-Link und so weiter. Und das macht schon Spaß. Und all diese Jugendsünden werden heute nicht mehr verfolgt? Nein, überhaupt nicht. Die sind alle generalamnestiert, darf man wohl sagen.
man sieht Parallelen zur heutigen Zeit. Ich erinnere an den Bau der Balje, an den Bau des EEZ, an den Bau des, der Sparkassenarena. Auch in dieser Zeit ist ja einiges passiert. Aber damals war es Pionierarbeit und damals war es wirklich die Umbruchzeit. Und man muss sich die damalige Zeit mal wirklich vergegenwärtigen, vor Augen halten und diese immer in die Parallelität zu den heutigen Projekten setzen. Ich denke, dann erkennt man auch Fehler in der heutigen Zeit, aber auch Fehler, wie sie in damaliger Zeit gemacht worden sind. Und die gilt es dann halt zu vermeiden. Und man kann nur Fehler vermeiden, wenn man die aus der Vergangenheit kennt. Aber man kann wiederum auch Positives aufbauen, wenn man weiß, was damals gut gelungen ist. Also das Bewusstsein, die Sensibilität dem Stadtbild gegenüber, der Kleingliedrigkeit, der Historie der Häuser, auch aus der Nutzung heraus, die ist definitiv gegeben. Die war zur damaligen Zeit sozusagen aus der Aufbruchstimmung heraus noch nicht so gegeben. Die ist heutzutage sehr gegeben und die Sensibilität ist nicht nur bei den politisch Verantwortlichen vorhanden, die ist auch bei den Bürgerinnen und Bürgern vorhanden und die gucken uns schon auf die Finger diesbezüglich und das ist auch richtig so. Wir machen Ende Mai den neuen Film, Aurich-Film, mit riesigem Aufwand und die Leute sind begeistert, freuen sich drauf. Da gibt es wieder zwei Zusatztermine. Dann machen wir im September Aurich in den 60ern und die Termine fürs Jahr 2018 sind schon in Planung.